herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe es ja schon im Mai angekündigt und zwar werde ich heute oder beginnend mit heute ein Tutorial von Aion machen. Und zwar das Ganze aus der Perspektive eines Rückkehrers. Und jetzt für euch direkt die Info. Das hier ist ein Starter-Account. Das heißt, ich habe hier keinerlei Goldpakete, keinerlei gar nichts. Also das Ding ist wirklich komplett blank. Ne? Nur, dass es wirklich gesehen ist. 0 von 0. Ich vermisse jetzt schon die Veteranenbelohnungen. Nein, aber es soll einfach zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, selbst als Neuansteiger mit Wissen, beziehungsweise das Wissen, was ich habe, habe ich mir auch angeeignet. Das heißt, sämtliche Neueinsteiger oder Rückkehrer könnten sich dieses Wissen halt auch aneignen. Ja, bevor es jetzt zu laut wird mit Kampfgeräuschen, wandern wir erstmal ganz kurz, um das Ganze halt einfach mal darzustellen, wie sich Aion tatsächlich in 2021 spielerisch als Neuanfänger bzw. Rückkehrer anfühlt. Ich werde dafür auch sämtliche Systeme, die uns so im Laufe der Zeit begegnen, auch erklären. Aber halt wirklich so, wie sie uns begegnen. Das heißt, ich werde jetzt nicht in irgendwelche Systeme reinspringen und werde das dann zeigen und erklären, sondern erst, wenn die Systeme tatsächlich gerade spielerisch relevant sind. Ja, den Charakter habe ich jetzt schon ein bisschen erstellt. Ist eine Magierklasse. Was es wird, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Bin auf dem Server Odin gelandet, Elios Seite. Das Einzige, was ich hier schon wieder zugemacht habe, damit es mich gerade nicht so stört, ist tatsächlich die Lookbook-Mission gewesen. Genau, habe ich hier gerade aufgemacht. Lookbook-Mission. Was sind denn die Lookbook-Mission? Lookbook-Mission ist ein System, das es uns erlaubt, täglich bzw. wöchentlich Quests zu machen. Die Quests sind relativ einfach gestrickt, wie zum Beispiel hier. Schon alleine fürs Einloggen bekomme ich als Starter bzw. Level 1er Charakter eine Belohnung, und zwar eine Lookbook-Puzzlebox und 5% EP geschenkt. Wenn ich da jetzt auf Reward drücke, kann ich mir das direkt abholen. Nächste Quest wäre dann Complete 10 Quests, also 10 Quests, 30 Monster im Open töten, 50 Acorns, das ist von der Okel, das ist eine neue Währung, komme ich dann zu, sobald ich welche bekomme, 3 Bosse in Instanzen töten, Potions und Drinks benutzen, brauchen wir sowieso. Und dann bekomme ich hier unten, wenn ich 5 von diesen Quests erledigt habe, eine tägliche Zusatzbelohnung. Und zwar einmal eine Laibo-Marmelade. Kommt drauf an, welche. Ein 100% Erholungstee. Der gibt mir Energie der Rast. Energie der Rast ist dafür da, um einfach mehr EP aus Monstern zu bekommen. Und Lookbooks Minion Chest. Da bekomme ich dann ein Minion raus. Weeklies haben wir noch keine. Das bekommen wir dann erst im höheren Levelbereich. Kriegen wir halt auch wöchentliche Quests. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier gestartet. Das ist noch alles komplett nicht eingestellt. Ist soweit auch erstmal in Ordnung. Wir haben sogar noch Click to Move. Ist für den Anfang ganz interessant. Aber wie ihr seht, wir sind relativ langsam. Also wirklich langsam. Laufen kann man aber auch mit WASD oder indem man die rechte und die linke Maustaste gedrückt hält und dann laufen und mit der Kamera schwenken. Jo, als erstes begegnet uns hier Old Friend Roya. Die ist uns auch schon im ersten Video begegnet. Das Video ist jetzt hier leider nicht drin. Das habe ich nämlich geskippt, als ich den Charakter erstellt habe. Ist mir danach erst eingefallen, so hätte man eigentlich mitrekorden müssen. Naja, nicht so dramatisch. So, mal schauen, was möchte denn die Roya von uns? Ich tue auch das Questfenster immer mal so ein bisschen aus meiner Fresse rausziehen. Ja. When you see how peaceful Akarios Village is now, you wouldn't believe the terrible things that happened in the past. But even Akarios Village is not what it used to be. The atmosphere here is tense. It feels a thought as tough. As tough, something is going to happen soon. Jo, die Questtexte werde ich nicht vorlesen. Ich denke mal, es geht ja auch mehr so um dieses Prinzip. Ich denke, dass ja auch viele Level-Quests oder repetitive Level-Schritte einfach dann nur einmal zeige und dann skippe. Im Endeffekt geht es jetzt darum, wir lernen Pernos kennen. Wer ist Pernos? Und
Da werden wir jetzt auch den gleich hingeschickt. Ja. Also, kapa. Also, auf der Minimap, das ist das kleine Ding hier, beziehungsweise unser Mini-Kompass, können wir halt verschiedene Sachen sehen. Wir können auch darüber hovern und wissen dann schon hier, zum Beispiel Lookbook hat irgendwas für uns. New Player Returner Lookbook Greeting. Daneben haben wir eine Quest Event Just One New Thing von Lanne. Und hier der goldene Stern ist Pernos, wenn wir da drankommen. Wir können sogar ein bisschen reinzoomen. Dann sehen wir hier Pernos. Also ich mag das mit dem Reingezoomt nicht. Ich finde schon ein kleiner Overview ganz nett. Gehen wir mal rein. Im Endeffekt geht es halt wirklich darum, dass er uns erzählt. So, ja, hi. Du bist ja wieder aufgewacht. Im Endeffekt ist ja wirklich die Story. Wir sind irgendwann, irgendwas werden wir geschlagen und erwachen dann als neuer Deva wieder. Na? Pernos schickt uns jetzt wieder zu sich selber. Was auch eine interessante Sache ist. Im Endeffekt sollen wir jetzt Bücher lesen, die uns einfach so die Geschichte, die bisher in einem passiert ist, grundlegend erzählt. The world of Atreia was created by the god Ion as a paradise where all could live in his abundance. And at the center of the world, he created a tower to house his essence, the magical substance we call Aether. The first of Ion's creatures were the Drakan, whom he created to rule the others. But where once they had governed, they now chose to enslave, taking on new powers and a new name, Valar. Their lords rose in rebellion against Ion. The human race opposed the Valar, but human strength and numbers were not enough to overcome them. Ion imbued certain humans with ether, 12 Empyrean lords to rule the human race, and a host of immortal winged devas. But to prevail against such a foe is no easy task, even for these great warriors. And so the war continued for 1,000 years. Israfel, an Empyrean lord, wanted to propose peace to the dragon lords of the Valar. Many disagreed with him, and there were heated debates in the lords' councils. But when Lady Ariel joined in solidarity, many others followed. They lowered the etheric field that protected them from attack, and the Valar delegation arrived at the tower. In an instant, tragedy struck. Lord Rhaetra fell. Panic gripped the assembly. Who had attacked first? No one could say. All thoughts of peace abandoned. The war began anew as Lord Phrygian launched a bolt of fire toward Ion's tower. Without the protection of the etheric field, the tower broke apart under the Valar attack. Knowing the danger to humanity and the world, Lady Seal and Lord Israfel rushed to reset the field. Sacrificing themselves, they averted the complete destruction of Atreia, but not in time to prevent a cataclysm that shattered the world into pieces. And so the stage was set for another war that would rule the lives of devas and humans for centuries to come. Ja, das war jetzt im Endeffekt die Story zu Beginn von Ion, wie sie damals released wurde. Wir sind in einer Welt, die in zwei gerissen wurde. Das Ganze ist passiert, weil irgendwelche Balaur wissen zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht, was ist Balaur. Also wir haben es jetzt gehört, so komische Monster, die eigentlich über die Menschen wachen sollten, sich dann aufgestellt haben und dann irgendwas von Deva und hast du nicht gesehen. Im Endeffekt war das jetzt eigentlich so diese Ursprungsstory von Ion. Hier gibt es das Ganze dann auch nochmal in einer Textversion, ein bisschen zusammengefasst. Und ja, wir haben das Video ja gerade schon gesehen. Ich denke, die Texte durchzulesen. Die Bücher kann man auch so anklicken, ohne dass... ja, also kann man sogar in das Buch reinspringen nochmal, falls ihr also Interesse habt. Hier gibt es auch, glaube ich, noch ein, zwei andere Bücher.
Und da kann man sich die Sachen in der Anfangshalle angucken. Auf der Asmo-Seite gibt es das auch. Das ist dann kein Haus, das ist ein Zelt. Und da ist auch einer drin, der euch das Ganze so erzählt. Also im Endeffekt unterscheiden sich die Storys eigentlich so gar nicht mehr. Na, hier gab es jetzt kein Video dazu. Ein bisschen schade. Hier wird nochmal die Geschichte der Drakengebieter erzählt. Und ja, haben wir noch ein anderes Buch. Buch der Prophezeiungen. Ah, das ist von dem Heidever. Ja, kann man sich das auch durchlesen. Also wenn ihr tatsächlich ein bisschen Lore noch mitbekommt, also es gibt noch Lore, so ist es nicht. Na, die Sturmlegion rund um Deltras zum Beispiel, was da alles gewesen ist. Ist alles noch da, war früher in der Bibliothek in Sanctum, ist jetzt hier in dieses Anfangsgebiet gekommen. So, wir haben jetzt uns die Stadt... Thematik angehört und jetzt schickt uns der liebe Pernos zu Kasis. Kasis ist ein NPC hier draußen, der ist mit dem Revamp des Level-Systems damals reingekommen und er möchte, dass wir das Guardian-Examen machen. Das Guardian-Examen ist relativ einfach und zwar sollen wir einfach nur diese Vogelscheuche hauen. Und das geht auch mit Auto-Attack, also ich könnte jetzt hier auch Skills drauf casten, wenn ich so richtig Bock drauf hätte. Aber ob ich jetzt Auto-Attack oder Skill, ich mache immer nur einen Schaden daran. So, ich habe das Examen abgeschlossen, ich habe auf die Puppe gehauen, das ist das Examen gewesen. Und kann das jetzt dann einfach abgeben. Und bin fertig. So, jetzt möchte der Kasis, dass ich aufgepasst habe bei den Videos. Und möchte von mir Fragen beantworten. Die erste Frage ist, der Boden, auf dem du stehst, wie heißt denn der ganze Spaß hier überhaupt? Das ist Atreia. Also, warum habe ich jetzt nicht Elysia ausgewählt? Das ist Elysia, ja, aber die komplette Kugel heißt Atreia. So, war richtig. Welch ein Wunder. Die nächste Frage ist, was hat tatsächlich den Kataklysmus ausgelöst? Oder beziehungsweise warum ist der Ion-Turm in zwei Teile gesprungen? Jo. Das war die Flamme des ersten Drachengebieters Phrygion. Oder war es der Wind vom zweiten Drachenlord Meslamtheda? Oder war es das Eis vom dritten Baloorlord Ereshkigal? Das war das Feuer. Auch richtig. So. Und der zweite ist tatsächlich, was ist deine Aufgabe als Deva? Wurde in dem Video ja auch mit angesprochen. Warum? So, wir haben einmal hier, die Rolle der Deva ist Protect the Lords, also die Ion, hier die Deva-Lords, ne, Shedim und Seraphim-Lords. Oder wir sind irgendwelche krassen Wächter von irgendwelchen coolen Tempeln, wo ich noch nichts von gesehen habe. Oder wir usen die Power und helfen der Menschheit. Wir helfen, wir sind krass und wir helfen der Menschheit. Im Endeffekt steht hier gerade, oh, Pernos hat hier aber ganz schön viel beigebracht. Halleluja. Hat er. Guter Mann, der Pernos. Ja, erstmal haben wir Prost auf Pernos. Pernos zum Wohl. Hast nicht gesehen. Krasser Dude. Der Pernos. So, als nächstes sollen wir zum Captain Kalio. Ja, nicht zu verwechseln mit Galio, das ist was anderes. Captain Kalio ist hier so der Hauptmann von dem Dorf. Das muss ja beschützt werden. Ne? Das sehen wir gleich. Es gibt hier tatsächlich auch ganz böse Dudes um uns herum. Und deshalb sollen wir hier uns das Ganze erstmal angucken. Die Elim sind ein Volk. Das ist das Lustige in den Questtexten. Also sind wir kurz rausgegangen. Ich weiß, was wir als nächstes machen, sobald wir die Quest hier angenommen haben. Wir stellen Aion erstmal ein. Also, wir haben hier immer so eine Art Wikipedia für Arme. Übersetzt steht da Dictionary, also ich finde jetzt nicht, dass es ein Dictionary ist. Ich kann aber tatsächlich dann hier so rumspringen von Sachen, die ich mir angeguckt habe. Die Elium sind irgendwelche Geister, die in Bäumen wohnen und krass unterwegs sind. Und ich soll da jetzt halt hingehen und Melampus ist ein NPC, kann ich wieder anklicken, ja. Ist auch einer, der Akarius beschützt. Und was auch cool ist, ich kann die Sachen locaten. Das heißt, dann geht hier eine Karte auf und mir wird hier in lila angezeigt, wo der NPC ist. Das heißt, hier sehe ich dann lila. Da ist der Melampus. Der ist 64 Meter von mir weg. So, wenn ich da draufklicke und ich habe mehrere Kreuze, zum Beispiel mache ich hier ein eigenes, indem ich
Wie habe ich jetzt das eigene gemacht? Ich drücke die Steuerung-Taste und die rechte Maustaste. Und dann kann ich hier was posten. Im Englischen steht dann da Location im Chat. Beziehungsweise im Französischen Lieu und im Deutschen halt Ort. Ganz klasse. So, diese ganzen Kreuze kann ich aber auch wieder wegmachen, indem ich da auch nochmal auf so ein Kreuz rechtsklick und dann Delete. Und wenn ich das selber welche gemacht habe, kann ich sogar Delete All und dann kann ich alle entfernen auf einmal. So, wir sehen hier auf der Karte, wir haben einmal hier das gelbe Symbol. Das gelbe Symbol ist ja schon mal begegnet. Gelb ist sozusagen Hauptquest, Storyquest. Dann haben wir hier auf der Karte noch ein Bossmob, Terra. Terra möchte was von uns. Und diese komischen Flügel hier sind Portpunkte. Das heißt, ich kann mich zu bestimmten Orten hinporten, wenn ich soweit bin. So, hier drüben kann ich die Karte dann auch noch einstellen und kann mir zum Beispiel Sachen anzeigen lassen, wie zum Beispiel, wenn eine Festung Elios oder Asmodia ist oder Balaur. In Pangea, das ist eine Karte. Also viele, viele Einstellmöglichkeiten, was mir alles angezeigt werden soll und was nicht. Dann kann ich das Ganze auch noch für Quests machen. Hier kann ich also tatsächlich reinhüpfen und kann mir sagen lassen, wo ist die Quest? Oder Instanzen. Das heißt, ich kann mir die Instanz markieren und kann dadurch mir anzeigen lassen, wo die Instanz ist. Wie viel Cooldown ich da drauf habe, was es da drin gibt, wann der Cooldown resettet und wie viel Entries ich noch habe. So. Habe ich verstanden, Kalio? Dankeschön. Also, das erste, Einstellungen, die meiner Meinung nach wichtig für Aion sind. Game Options. Das erste, Charakter. Ich finde Display Titel. Titel bedeutet, es gibt verschiedene Titel, wo zum Beispiel dann heißt Irrer oder im Englischen Lunatic oder Number One of Aion und so weiter und so weiter und so weiter. Ich kann hier auswählen zwischen Titel, Rang oder einfach gar nichts. Auf meinem Main-Charakter habe ich gar nichts angezeigt, weil es mir eigentlich relativ egal ist, was die Person für einen Rang hat oder für einen Titel. Ich finde, Titel ist ganz schön. Legionsname kann ich mir auch anzeigen lassen oder eben raus. Hier sind so Anzeigen für einen eigenen Namen, Gruppenmitglieder, Einzelmitglieder und so weiter und so weiter und so weiter. Die Statusbar ist das hier unten. Da bin ich gerade leider im Bild. Da hüpfe ich mal ganz kurz raus. Huch. Jetzt bin ich ganz oben. Uiuiui. Das ist das hier unten. Das ist meine Statusbar. Huch. Ah. Hallo, ich bin wieder da. Huch. Spannend. So, dann kann ich mir hier oben, ist auch noch eine Statusbar. Kann ich mir dann anzeigen, wenn ich zum Beispiel jemanden antabbe. Beziehungsweise ein NPC dann mit F8. Kann ich durch die NPCs durchschalten. Ui, so viele NPCs. Sehe ich hier oben. TP-Leiste der NPCs und das Level. User Interface. Da gibt es viele Sachen. Was für einige Leute ganz interessant ist, das HUD. Also, oh, ich muss schon wieder hüpfen. Uiuiui. Nicht so wackeln. Das ganze Ding hier unten kann ich rein theoretisch auch nach oben packen. Huch! Kopf einziehen. Jetzt bin ich hier oben. Genau, dann habe ich hier oben meine tatsächliche TP-Leiste und den Kompass. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also ich mache es wieder hier runter, aber man könnte tatsächlich auch nach unten lassen. So. Bleib mal bitte da. So, weiter geht's. Was haben wir sonst noch für spannende Optionen? Ja, im Endeffekt könnt ihr euch da ja durchklicken und könnt tatsächlich mal gucken, was ihr da so wollt. Action Bars sind diese lustigen Dinger hier. Wir können uns drei zusätzliche Leisten holen. Mache ich eigentlich von Anfang an, ne? Und meine Anordnung. Eine hochkant hierhin, eine längs da. Die hier an der Seite bleibt, da wo sie ist. Kann ich sowieso nicht. Und mein Combat-Ding packe ich mir unten hier hin. Das brauche ich nämlich jetzt noch gar nicht. So, das passt so. Was mich maximal stört, ist Click-to-Move. Ich hasse dieses Click-to-Move-Scheiße, weil ich bin jemand, der durch die Gegend klickt und sich dann immer wundert, so, warum renne ich da gerade durch die Gegend?
Ist dann doof. Kameradistanz kann man einstellen. Ich bin bei normal ganz gerne, kommt immer drauf die Ini an. Community, es gibt den Profanity-Filter. Schimpfwortfilter. Direkt aus, ich möchte lesen, wenn mich jemand beleidigt. Kampfinformationen sind dann so Sachen, die angezeigt werden. Die Minions, kommen wir später noch drauf, was das ist. Kann man auch anzeigen. Und da gibt es so eine tolle Elfe in der Stadt, die einen durch die Gegend leitet. Ja, kann man anzeigen, muss man nicht unbedingt. Grafikoptionen sollte am besten jeder so einstellen, wie es ist. Das ist so meine Einstellung. Ist jetzt nicht so krass. Mein Rechner ist einfach nicht mehr so ganz so der neueste. Hier ist so ein toller Punkt. Optimize. Optimisierung für die Festungskämpfe. Das ist vor Jahren eingefügt worden und das ist einfach mega broken. Also da am besten nicht. Ich spiele auch im Fenstermodus. Das heißt, ich kann jederzeit auf meinen Desktop raustappen. Man kann auch Vollbild spielen. Eigene Präferenzen. Die Soundoptionen habe ich tatsächlich niedriger gestellt. Hier finde ich schade, dass es einfach keine anderen UI-Themen gibt. Es gibt nur das I im Default. Hier kann ich dann einfach die Systemstimme einstellen. Keymapping ist auch was Spannendes. Hier sehe ich ja nochmal das WASD, QE und hast nicht gesehen, tralala. Kampf. Wie man was beim Kampfen macht. Funktionen, die es gibt. Gruppenallianz, Symbole. Das heißt, ich kann mir auch hier einfach irgendwas taggen, ohne dass ich das in die Leiste ziehen muss. Fenster, die ich eine. Und Actionbar, das ist das hier, die Skillbar. Und das mache ich auch direkt. Ich habe so eine ganz tolle Razer Naga Maus mit Seitentasten. Und mittlerweile benutze ich das tatsächlich auch. Also seit 3, 4, 5 Jahren, glaube ich. Am Anfang war ich auch ein Klicker. Da bin ich jetzt Skill rein und wupp und wupp und wupp. Damit ist man langsamer. Das heißt, wenn ihr eine Taste oder eine Maus mit Tasten habt, oder ihr seid richtig krass unterwegs und könnt mit euren Händen ganz viele Knöpfe gleichzeitig auf der Tastatur bedienen, macht das. Ne? Tastaturmenschen, also nicht Klicker, sind im Spiel schneller. Ja, ich hau da mal kurz meine Skillerei rein. Ne? First Quick Bar ist die zweite Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? 11 und 12 tue ich auch immer noch belegen. Das ist hier an der Seite. Das heißt, ihr seht schon, ich benutze nicht alle meine Plätze auf der Tastatur oder in meiner Skill-Leiste. Ich habe tatsächlich Leistenplätze, die ich nicht belege mit einer Taste. So, die dritte ist dann jetzt. Muss mal gucken, welches ist die dritte? Also ich hau da hier mal rein. Dritte ist hier an der Seite. Okay. Ist immer verwirrend. Also ich gucke da tatsächlich jedes Mal wieder auf neue. So, hä? Die erste bewegliche. Ja, das ist die hier oben. So, das heißt, die erste bewegliche ist hier bei mir. Das hier. Kann ich da noch meine Shift-Dinger reinhauen. Also ich tue meine Tastenbelegungen, so wie ihr sie gerade seht, mit 6 Tasten plus Steuerung, Alt und Shift. Und das war's. Die Second Move ist dann hier an der Seite. Da tue ich jetzt nichts. Belegen. So. Apply, haben wir das auch. System Setting ist im Endeffekt nur Sachen, die einfach keiner irgendwie verändert. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, Simplify das Community für das kleine Server, für Connection. Jo, wenn ich Ping-Probleme habe, könnte ich das einstellen. Habe ich nicht. Ich habe stabilen unter 20er Ping, das ist in Ordnung. Da ich ja kein PvPler bin, oh, ein 31er ist in Ordnung, keine Ahnung. Finde ich legitim, also stört mich jetzt echt nicht. Record Setting, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, in-game aufzunehmen. Ich weiß aber auch gerade echt nicht, was die Tastenbelegung dafür ist. Müsste ich jetzt hier nochmal reingucken. Video Recording. Ah, ich müsste es tatsächlich erst einstellen. Ja, aber kann man das Ganze halt im Endeffekt umstellen. Und das ist so die. So. Die Einstellung standardmäßig. Eine andere Einstellung, die ich auch noch vornehme, ist, wenn man die Taste M drückt, Standardbelegung, sind wir wieder hier auf der Karte, die wir vorhin hatten. Ich mag es, mit einer transparenten Minimap zu spielen.
Das heißt, hier habe ich eine relativ große Minimap. Ich kann wieder auf M und habe eine kleine Minimap, die ich mir hier auch wegschieben kann. Und die packe ich meistens hier hin. Später, wenn ich dann in Gruppen landen automatisch erstmal hier oben in der Ecke und dann kann ich mir da auch die Allianz dann später hinschicken, wenn wir dann soweit sind. Jetzt haben wir hier unsere Tasten und, wem es vielleicht schon aufgefallen ist, wir haben jetzt hier ein neues Symbol. Und zwar, wir sind Level 3 geworden. Mit Level 3 bekommen wir den ersten Skill. Das heißt, man kann hier draufklicken und bekommt dann hier, oh, die Eiskette. So, bevor ich jetzt hier das rausziehe, das Symbol hier ist der Auto-Attack. Als Mage-Klasse bin ich nicht so der Fan von Auto-Attacken, weil ich ziemlich langsam bin. Also schiebe ich mir jetzt einfach ein Skill drauf. Ich kann mir die Skills nehmen und kann sie einfach irgendwo hinschicken. Standardmäßig hatte ich zum Beispiel hier schon Flame Bolt als Skill. Wir bekommen im Laufe der Zeit noch ein paar Skills dazu. Jo, das war so die Einstellungsgeschichte. Das nächste ist, wir schauen mal hier Lookbook. Und zwar hat der nämlich eine Quest für uns. Oh, direkt noch was getriggert. Hier steht, you can use Obelisk, hast du nicht gesehen, zum Resurrecten. Das hier ist ein Obelisk. Der Obelisk hilft mir sozusagen, mich irgendwo zu binden. Und wenn ich dann irgendwo mal drauf gehe oder so, kann ich dann da wieder aufstehen. Standardmäßig bin ich sowieso schon hier unten gebunden. Und zwar da, wo ich vorhin gespawnt bin. Da bin ich standardmäßig gebunden. Also erstmal nichts Spannendes. Brauche ich mich also hier nicht binden, weil es kostet nämlich Ingame Gold und seht, ich habe es gerade nicht so viel, also lassen wir das mal lieber. Lookbook möchte aber was von uns. Baba! Baba möchte erstmal von uns. Baba! So, Level 71, 75, wenn ich ein Neuer oder ein Rückkehrer bin. Natürlich, Lookbook möchte mich greeten, finde ich toll. Ich bekomme hier einmal eine Lookbook-Pfeife. Lookbook die Pfeife. Einen ultimativen Blessing Angel Ring. Und eine Lookbooks Giftbox. Nehme ich natürlich gerne. Für Gifts bin ich sowieso immer zu haben. So, die kann ich erst mit Level 10 öffnen. Die Pfeife lässt mich 15 Tage lang für ein China teleportieren. Das ist schon mal ganz gut. Mache ich direkt. Hi. Also hier 365. Ja, also eigentlich stand da jetzt 15 Tage, gell? Nochmal rein, damit ihr es seht. 15 Tage. Ich habe jetzt aber 359 Stunden. 63 Stunden, 15. Ja, doch, passt. Okay, alles gut. Denkfehler. Und ich habe hier ein lustiges Hütchen, das in 30 Tagen einfach zerstört wird. Umschalten kann ich mit der Steuerung, also mit der Alt-Taste, steht ja auch hier. Und kann dann hier sehen, 2000 TP, nochmal TP, Crit Spell und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz nettes Hütchen, ziehe ich auf. Oh, jetzt bin ich fast tot, weil ich TP dazu bekomme. Das ist ja ein dummes Ding. Jo, wenn ich das Inventar gerade aufhabe. Ich habe hier alles, was neu in mein Inventar kommt, seit ich es geschlossen habe und wieder geöffnet habe, hat so einen lustigen goldenen Kringel um sich herum. Hier habe ich einmal Bandagen, hier verschiedene Tränke. Wenn ihr dann, wenn ihr die habt, selber durchlesen, was das ist. Das hier sind welche, die ticken. Und das sind welche, die instant was herstellen. Gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen TP wiederbekommen. Mit der Bandage, das ist ein Skill, den können wir drücken. Und dann heilt der Charakter sich. Der Bandagen-Heal wird im späteren Verlauf absolut irrelevant. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, so, oh mein Gott, ich muss mich mit Bandagen heilen. Und wie viel stand da jetzt gerade, was die Bandage heilt? 187 TP. Im späteren Spielverlauf oder im Endgame hat man dann teilweise 100.000 TP. Jo, da würde man erstmal ein bisschen länger stehen, um so Bandagen-Heal, ne? Das dürfte ein bisschen dauern, also nein. Es wird später auch Klassen geben, die uns krass heilen, was die Klasse hier jetzt oder die Unterklasse jetzt nicht so macht. Hüpfen wir mal weiter. Die Lanne möchte auch noch irgendwas für uns. Was möchte die dann, bevor ich mir das angucke? Ja, könnte man mitnehmen wegen dem EP-Amulett. Braucht man nicht unbedingt. Also jo, das ist eine Quest. Kann man mitnehmen. Die möchte im Endeffekt, dass ich mir im Shop. Also ich nehme die Quest jetzt mal an. Und dann erzählt die mir so, ja, ich hätte gern das Tulpenhaarband, Yang Yang. Und dann gehe ich hier auf den Shop. Dann kann ich hier oben Tulip eingeben. Und eigentlich sollte das auftauchen. Ja, oder halt auch eben nicht, ne?
Alle Infos, Highlights. Ist das bei Highlights drin oder ist das bei Upgrades drin? Ne, ist bei Highlights drin, okay. Haben wir hier die Tasty Chocolate, die Brax Gloves, die sind glaube ich für die Asmodia. Die Schokolade brauche ich in der Hauptstadt. Und hier. Ne, das heißt, eine der ersten Quests zwingt uns direkt dazu, in den Shop zu gehen. Und den Shop aufzumachen und kennenzulernen. So, wenn wir dann aber sowieso schon hier sind, können wir uns auch das hier zuweisen. Ancient Transformation Breath und Legendary Transformation Breath. Ich hole es jetzt ganz bewusst nicht aus dem Post raus, weil ich ja noch kein großes Inventar habe. Und wie ihr hier schon seht, ich kann es in 15 Tagen wieder zuweisen, beziehungsweise man kann das Ganze einmal im Monat zuweisen. Das brauche ich erst im späteren Verlauf, aber so als Hinweis, weist es euch einfach schon mal zu. So, es gibt verschiedene Art von Post, und zwar haben wir einmal die grüne Post, das ist das hier unten. Da kommt hier direkt so ein Frettchen. Die Dinger heißen Shugo. Und ich kann das direkt rausnehmen. So, kann ich hier zum Beispiel anklicken. Legendary Transformation Breath. Oder halt der Ancient Transformation Breath. Und hier die komisch, das Habenband, das ich haben soll. Das nehme ich mir raus. Oh, Quest aktualisiert. Dankeschön. Tschüss, Yang Yang. Und dann kann ich das hier machen. Dann gebe ich die Quest ab. Bekomme hier halt 5-mal das 20% Amulett, das ich benutze, dann hält es 3 Stunden, aber ich kann es nur alle 10 Stunden benutzen und Tränke, die echt absolute Müll sind. Danke, ich habe die Quest bekommen, es gab leider keine EP, ist ein bisschen ärgerlich. Gut, so viel dazu, erstmal. Schauen einfach mal weiter, müssen aber ein bisschen leveln, sonst kommen wir nämlich, glaube ich, heute irgendwie nicht mehr wirklich weiter. Wir heilen uns noch mal ein bisschen, in der Zeit trinke ich mal ein bisschen was. Wichtig, es wird warm. Leute, bleibt hydriert. Trinken, trinken, trinken. Schlucken, schlucken, schlucken. Ja, wir haben ein neues Gebiet entdeckt, das Cleona Lake. Annyeonghaseyo. Ein bisschen komisch an, gell? Ja, der erzählt uns jetzt so, hey, du, da sind so komische Dinger. Hau die mal bitte, die gehen mir auf den Keks, die greifen meine Stadt an. Wie man schon sieht, also, ey, das ist schon krass befestigt hier. Also, boah. So, hier ist ein lustiger Wirbel, den gibt es nur im Startgebiet und ich glaube im Housing-Gebiet. Kann man rein und bekommt für 10 Minuten einen Laufspeed-Buff, damit man ein bisschen schneller ist. Jo. Quest-Mobs, wofür ich Quests habe, das haben neben den Namen immer noch so ein Quest-Symbol. Hier oben in der Leiste sehe ich das Quest-Symbol leider nicht. So, dann casten wir hier einfach mal ein bisschen was drauf, dass das Ding stirbt. Hui, One-Hit, verdammt. Oh, 3 Stück soll ich davon umnieten. Nochmal One-Hit. Bring die Befehler. Hala noch hala, wanne Geführe. Das sind alles so Töne, die das Spiel von sich gibt. Ah. So, hier unten ist der komische Boss, der was mit Level 4. Gut, ich bin auch Level 4. Ich nuke erstmal um. Also, ich habe schon ganz bewusst eine Klasse ausgewählt, die schon Damage macht. Ne? Ich kriege hier erstmal ein paar nette Schuhe und ein Orb. Aber das Orb ist, gelinde gesagt, einfach mal, naja, Müll. Aber die Schuhe sind nice. Die hätte ich gerne angezogen. Auf jeden Fall ist es wichtig, um herauszufinden, was für eine Art Schaden ihr macht. Öffnet P. Das ist das Fenster hier. Dann schaut euch eure Waffe an, die ihr habt. Und dann steht hier da Weapon Attack. Weapon Attack hat jede Waffe. Das ist einfach Waffe. Und dann steht da entweder Physical Attack oder Magic Attack. Magic Attack bedeutet, eure Rüstung und euer Schmuck sollten auch Magic Attack sein. Wäre zumindest sinnvoll. Zum Magic Attack gehört dann die Magic Accuracy, also Magic ACC. Beziehungsweise magische Prezi und Magical Crit. Na, ganz einfach, was für eine Waffe trage ich, was hat die für einen Schaden. Entsprechend sollte ich nach meiner Rüstung gehen. So, wir haben die 3 Mobs gekillt. Ich kill noch ein bisschen mehr unterwegs, ist immer ganz gut. Vor allem, wenn die Mobs hier sowieso One-Hit sterben, warum nicht. Je dunkler der Name ist, desto stärker sind die Mobs im Endeffekt. Na, also hier habe ich zum Beispiel jetzt ganz schön. Die hier unten sind weiß, ist low. Das Ding ist so halb gelb,
ist in Ordnung und das Ding hier ist eigentlich krass unterwegs, weil es gleiche Farbe hat. Dann gibt es auch noch rote Mobs, die sind aus Prinzip ziemlich aggro drauf, die tun mich auch einfach angreifen. Weil wenn ich jetzt hier durch die Mobs renne, so passiert nichts. Hallo, tanze mit mir, Samba Samba die ganze Nacht, nö, nix. Und, was dir vielleicht auch auffällt, ich habe nämlich auch die weißen Punkte. Das heißt, erst wenn die Punkte auf dem Karte hier rot sind, ist das tatsächlich ein Aggro-Mob. So, wir sollen hier hinten zu der Roja, die möchte mal wieder was von uns. Die ist jetzt hier ganz alleine hergewandert, das arme Mädel. Oh, das arme Mädel ist ganz allein hierher gewandert mit ihrem, mit ihren nicht mal ganz Overknees und Schlüppi-Pullover. Pernus님이 걱정이야. Ah ja. Oh, die macht sich Sorgen wegen Pernus. Wir sollen jetzt immer noch ganz schnell die Aliens aufsuchen. Machen wir. So, hier seht ihr zum Beispiel, gelb hatten wir jetzt, hier ist orange. Orange ist auch noch, die, ne, auf der Minimap hier unten sind sie weiß. Hauen wir mal eins. Batz. Oh, stirbt nicht ganz. Ist ja ärgerlich. Jetzt muss ich direkt noch was zeigen. Ich muss wieder springen. Ja. Danke. Alter. Wackelt ganz schön. Wir haben einmal eine TP-Leiste. HP. Wir haben eine MP-Leiste. MP und wir haben eine DP-Leiste. Divine Power oder GK. Göttliche Kraft. Kommt gleich erklärt. Ich muss erstmal wieder zurückhüpfen. Holla, Brudi. Was soll denn das? Ganz schön wackelig. Also, unsere Skills kosten aus Prinzip MP. Jeder Skill. Egal ob physische Klasse, magische Klasse, alles kostet MP. In dem Ding hier wird mir auch angezeigt, wie viel MP kosten. Und zwar steht hier Ice Chain Level 1. Das heißt, das ist ein Level 1 Skill. Beziehungsweise der Skill hat mehrere Level. Und ich bin gerade im Level 1 von diesem Skill. Und er kostet mir 70 MP. Ich habe insgesamt 2765 MP. Ist nicht viel. Das heißt, ich muss auch mit meinen Skills ein bisschen haushalten. Wird im späteren Spiel interessanter, weil man dann auch Skills bekommt, die MP zurückgeben, beziehungsweise Skills, die auch ein bisschen mehr MP kosten. Das DP, beziehungsweise GK, ist eine Art Zusatzfähigkeit, die man nur aktivieren kann, wenn man diese göttliche Kraft gesammelt hat. Die sammelt man im Laufe der Zeit, wenn man zum Beispiel Monsterhaut im höheren Gebieten. Jo, das hier ist so ein Alien, so ein Geist im Baum. Ne, der Noah. Hallo Noah, wie geht's? Salam alaikum, Noah. Der hat mir sogar Geld gegeben. Der ist freundlich. Den muss ich direkt nochmal anquatschen. Im Endeffekt geht es aber nur darum, wir sollen hier ein bisschen durchleveln und ich denke mal, es reicht grundlegend auch hier in dem Gebiet tatsächlich nur die Golden Quest zu machen, also die Story Quest. Mit den NPCs könnte man, ich wollte gerade sagen, könnte man reden. Nee, mit einigen kann man reden, mit anderen nicht. Und man sieht halt auch immer hier auf der kleinen Minimap, wo soll man hin. Und alles ist halt entsprechend auch markiert. Das heißt, wir leveln das hier jetzt mal kurz durch. Schauen uns das Ganze mal an. Wir sollen zum nächsten Elder laufen. Jo, machen wir. Zum Elderbaum. Wir haben einen neuen Skill bekommen. Das war eine Erosion. Machen wir auch mal hier hin. Und direkt das nächste Ding, wo wir gerade laufen. Wir haben aktive Skills, das heißt Skills, die ich benutzen kann. Und wir haben passive Skills. Skills, die ich nicht benutzen kann, die mir aber irgendwelche Bonis geben. Wie jetzt hier zum Beispiel, meine Konzentration wird um 25 erhöht. Das heißt, ich bin jetzt 25% konzentrierter als sonst. Ja, und deshalb laufe ich auch direkt am ersten NPC vorbei, an dem ich laufen soll, weil ich 95% konzentrierter bin. So. Jo, also, das ist übrigens nicht die Sprache der Elim, sondern das ist Koreanisch. Oh, wir sollen rote Mobs haben. So, ihr seht jetzt hier auf der Karte, wir haben einmal den weißen Mob. Das ist hier der Sparkel. Und wir haben hier den Grauborg, der ist rot. Das heißt, wenn ich hier hinlaufe. Oh, jetzt habe ich geedet, der haut mich jetzt. Der mag mich anscheinend nicht so. Also hauen wir da mal ein paar Skills drauf. Zu Tode gefroren. Mit C, wenn ich das Mob, einen toten Mob noch im Target habe, kann ich zum Beispiel mit C auch direkt looten und kann nochmal C drücken und kann nochmal C drücken und dann ist das Ganze auch alles gelootet. So, ich sollte eine Flöte holen und soll damit jetzt da hinten hin. Oh, jetzt ist auch noch ein Mob im Weg. Also greifen wir mal kurz an. Erosion ist ein Dot. Im Endeffekt steht auch immer an den Skills dran, was es ist und was es kann. Das heißt hier Erosion, Level 1. Und dann kann ich da auch... Ey,
Ups, falscher Knopf. Stirb! Bevor ich sterbe. Danke. Wieder was gelootet. Sehr schön. Du möchtest was von mir. Ja, die reden auch immer das Gleiche. Ist ziemlich nervig. Irgendwann auf Dauer. Ich soll jetzt die Elim-Flöte. Er hat mir jetzt an seiner, aus seinen Ästen eine Flöte gemacht. Okay, insert perverse Gedanken. Ja, ich spiele dann nochmal auf seiner Flöte. Ein schillender, böses Ding. Da spiele ich jetzt nochmal auf der Flöte von dem Krauts und erwecke den großen Baum. Oh, hallo. Oh, ich krieg was Goldenes. Das ist mal was. Und ich soll nochmal mit Damino quatschen. Das ist übrigens der hier. Der wird sogar von Bäumchen beschützt. Oh, Sora. Jetzt schickt er mich wieder weg. Der mag mich auch nicht. Keiner mag mich in dem Spiel. Ich bekomme eine Waffenkiste. Guck mal, das Buch ist wesentlich krasser unterwegs. Ne? Also ihr seht, schlechter bedeutet roter Pfeil, besser bedeutet grüner Pfeil. Und ihr seht ja auch den Unterschied zwischen Selected Item, ist das, wo ich gerade drüber hover, und Equipped Item ist das, was ich gerade anhabe. Und dann gibt es noch das Gleichheitszeichen, das blaue, das bedeutet, das ist gleich. Die Attack Speed von dem Buch ist 2.2. Wird sich auch nicht ändern. Das Buch jetzt sieht... Boah, buche ich aus. So, das heißt, ich soll jetzt hier zur Melfonés Campsite. Machen wir, laufen wir einfach mal. Ist jetzt auch echt nichts Spannendes dabei. Für Rückkehrer, die vielleicht schon irgendwie eine Verwandlung oder so haben, wo ich auch später noch dazu kommen, was das schon wieder ist. Oder Leute, die sich direkt sagen, oh, krasses Game. Oh, schon wieder ein Shield. Geil. Direkt sagen, oh krass, das möchte ich sowieso richtig cool spielen. Es gibt ein Verwandlungssystem. Das heißt, ich kann mir durch bestimmte Bündel... Ich sehe gerade keins. Krass. Gerade kein Verwandlungsbündel im Shop. Also zumindest gerade keins im Angebot, das ich jetzt direkt angezeigt bekommen hätte. Kann ich mir Verwandlung schon mal kaufen? Ich kann das Ganze aber auch im Spiel erspielen. Ja, jetzt ist die Roya schon hierher und jetzt möchte sie, dass ich Dukakis hauen. Dukakis hauen. So. Das hier ist der Quest-Tracker, das Ding hier an der Seite. Ich kann auswählen zwischen den Quests, die ich hier in dem Tracker drin habe. Die kann ich rein und raus machen, indem ich hier den Pfeil rausmache. Quests, wenn die hier nicht angezeigt werden, sind auf J. Das heißt, ich kann hier öffnen, kann hier A Quests angucken, die ich schon erledigt habe, und kann die markieren. Dann werden wir wieder im Quest-Tracker angezeigt. Quests im Quest-Tracker werden mir auf der Minimap, die ich hier eingerichtet habe, auf blau hinterlegt. Das heißt, hier in der Gegend ist diese Quest zu machen. Nur schon mal als Hinweis. Ne, die eine blinkt hier, die mache ich erst später. Hier ist noch ein Named Mob. Oh, auch schon tot. Ja, Lederhose. Ich kann leider keine Lederhose tragen. Ich bin nämlich eine Stoffklasse. Ne, jede Klasse hat einen anderen Rüstungsstil sozusagen. Es gibt Stoff, Leder, Platte, Kette und das Ganze eben entweder physisch oder magisch. So, wieder gelbe. Kopf oben drauf. Machen wir bitte. Dankeschön. Machen wir doch direkt Bindebuchira. Im Endeffekt sollen wir gerade Äxte sammeln. Ist jetzt auch nicht ganz so schwer. Hui. Bindebuchira. Bindebuchira. Bala lokala. Winze Papis. Ja, als nächstes soll ich wieder diese Roya, weißt du, die haben wir doch hier vor 3 Minuten erst dahin entdeckt, bei der Melfonee, jetzt ist die schon wieder woanders. Kleines Mädel, große Mobs. Läuft, die wird nicht gehauen. Oh, ich habe irgendwas geaddet. Die Big Boss. Stirb! Was? Tada, tada. Sehr schön. Ja, something is simmering in the cooking pot. Ja, logisch. Das Ding kocht ja auch. Ich würde mich wundern, wenn es nicht blubbelt. Also, erstmal was reinschmeißen. Geil. Das Odium wird raffiniert. Wir brauchen hier Öl. Nice. So.
wir nähern uns der ersten Instanz. Warum nähern wir uns der ersten Instanz? Oder wie komme ich darauf, dass wir uns der ersten Instanz nähern? Instanzen werden auf der Karte hier mit so einem komischen Headlock-Symbol angezeigt. Kann ich auch drüber hovern. Die erste Instanz heißt Haramel. Max 1. Entry Level 6 Plus. Wednesdays um 9 Uhr resettet und ich habe 7 Mal, dass ich da rein kann. Hoffentlich kann ich 7 Mal da rein. Also nein, ich weiß, dass ich keine 7 Mal rein muss. Um Gottes Willen. Einmal reicht. Außer man möchte jetzt irgendwie ganz krass irgendwelche Quests unterwegs machen. Ich soll jetzt hier so eine Spur folgen. Die Spur wird mir halt auch immer auf der Karte angezeigt. Das heißt, es gibt keine Überraschung. Ich kann auch keine Spur übersehen. Zwischenzeitlich haue ich die Mobs weg, die mir auf den Keks gehen. Ich laufe auch immer wieder durch diesen Wirbel, damit ich schneller laufe. Und zurzeit ist Laufspeed eigentlich das Interessanteste, was ich habe. Ich kann mir auch das Schild schmeißen. Das beschützt mich so ein bisschen vor Angriffen erstmal. Und zwar 4600 Schadenspunkte. Gut. Machen wir. Sehe ich mich. Ich folge einfach der Quest weiter. Den haben wir um. Den können wir so adden. Also im Endeffekt, es gibt im Effekt nur im Anfangsgebiet ein paar Mobs, die keine Aggro haben. Alles andere ist dann wirklich so aggro-mäßig unterwegs. Beziehungsweise es greift mich halt an, bevor ich es angreifen kann. Außer ich sehe es vorher. Später wird es auch spannend. Es gibt Gebiete, wo man dann einfach slalom-mäßig um die Mobs herumläuft, damit die ja nicht adden, weil es einfach mega nervig ist. Weil die Mobs einen vielleicht verlangsamen oder schlafen legen oder. Und das ist richtig nervig. Hui. Oh, hier oben müsste der Ulagu stehen. Oh, nö. Das heißt, jemand ist vor mir hier gewesen. Hier steht normalerweise auch nochmal so ein Named Mob, den ich umnieten kann. Der hat vielleicht ein bisschen Schmuck, aber brauchen wir jetzt gerade. Das hier ist die Entrance. Secret Entrance. Der sieht auch richtig secret aus. Ich muss anklicken. Also hier reinlaufen bringt übrigens nichts. Ich werde nur zurückgebackt. Also anklicken. Immer wenn ich so ein Zahnrad-Symbol habe im Bild, kann ich das anklicken. Und dann ändern wir doch mal Haramel, ne? Nochmal Hinweis, hydriert bleiben, wir brauchen Flüssigkeit. Sehr gut. Flüssigkeit immer wichtig. Ja, wir kommen in eine Instanz. Das erste, was sie hier öffnet, ist, ich soll mir einen Cheer-Buff kaufen. Das bedeutet, dafür brauche ich die Währung Luna. Das ist dieses lustige lila Symbol. Luna kann ich mir kaufen, beziehungsweise wenn ich ein aktives Goldpaket habe, bekomme ich einmal pro Woche 10 Luna. Oh, jetzt mache ich hier Purchase und sage, oh, du hast nicht genug Luna, bist du ein Lutscher. Das ist nicht so schlimm. Also man braucht diesen Buff nicht. In höheren Endgame-Instanzen ist das Ding schon interessant. Ne? Aber auch nur zu Beginn. Man kriegt auch genau angezeigt, was jetzt dieser Luna-Monarch hier mir bringen würde. Brauchen wir aber hier in dem Ding nicht. Also es ist wirklich nur für die Endgame-Instanzen oder man hat halt einfach eine Gruppe, die einen irgendwo hinschleifen möchte und man hat nicht die zu erwartenden Werte und dann kann man sich diesen Luna-Buff schmeißen. Aber eher unrelevant. Es gibt andere Dinge, die einem da interessanter sind. Im Endeffekt haben wir jetzt hier die erste blaue Quest, das heißt, es sind Regionsquests und die sind speziell jetzt zum Beispiel hier, steht extra noch der Tag dran, Instanz. Das heißt, die Quest ist nur für die Instanz interessant. Jo, im Endeffekt hat das Video gerade einfach nur erklärt, in welcher Reihenfolge ich denn die einzelnen NPCs an. Labern soll, beziehungsweise entdecken soll, aber das macht auch die Quest. So, Roya möchte mich hier in der Story-Quest weiterschicken. Nehmen wir auch mit, alles gar kein Thema. So, ja.
ist im Endeffekt der erste Raum. Hier hinten ist dann der erste NPC, den wir töten müssen. Der Drutgelord! Kakidi! Machen wir. Hauen wir einfach um. Müssen wir ein bisschen mehr Skills benutzen. Oh, ja, gut. Müssen ein bisschen mehr Skills benutzen, der Damage. Ja, gut, okay, dann halt. Können wir auch wieder looten. So, als nächstes ist hier, wenn ich irgendwas sammeln möchte, ich sehe es, von hier aus sehe ich es nicht, wenn ich jetzt dran gehe, leuchtet hier so ein geiler grüner Punkt drüber. Das heißt, da kann ich kurz drüber hovern, ob das was von mir möchte. Zum Beispiel bei Sammelquests oder wie hier bei was umklatschen. Da haue ich meinen Dot drauf, das sollte eigentlich reichen, dass das sich entdottet. In der Zeit kann ich nämlich dann auch einfach ganz gemütlich Mobs blocken. So, der erste Card ist kaputt. Der zweite Card ist auch kaputt. Und dann kann ich hier drüber hovern. Das soll ich nämlich netterweise einfach einsammeln. Also anklicken. Take it. Nächstes. Take it. Im Endeffekt brauche ich dreimal Rohodium. Dreimal Refined Odium. Also suche ich das Ganze. Fein finde ich hier in der Gegend. Und das Roh muss ich dann gleich in diese komische Höhle mit rein. Ist ja an sich auch erstmal kein Problem soweit. So, mittlerweile sind die Cards auch wieder gespawnt. Das heißt, ich kann da einfach nochmal mein Dot draufhauen. Hau hier noch ein. Und hier ist das Roh-Odium. Yay! Oh, den einen klatschen wir. Sterbi. So. So viel zu den Quests hier drin. War noch das dritte Rohodion, bevor wir weiterlaufen. Und die Hauptquest sagt auch schon: Go to Haramel Tower. Oh, gehen wir direkt. Vorher nehmen wir aber hier nochmal das Teil hier um. Spatz. Dankeschön. Hier habe ich wieder so einen lustigen Laufstuhl. Ich habe nur 3 Minuten Laufspeed. Ja, ja. Also, Mage-Klasse an sich ist ja schon mal ganz nett. Ah, Mofrenerk. Machen wir. Er möchte jetzt, dass ich hier die Treppe runterlaufe. Beziehungsweise da ist ein Fahrstuhl, den ich benutzen soll. Ich benutze ja eigentlich nicht den Fahrstuhl, weil der Fahrstuhl dauert ewig und 3 Tage. Gibt es nämlich einen lustigen Hebel. Und dann bin ich sozusagen instant unten, bevor ich mich jetzt hier auf diesen Fahrstuhl setze. Und der Fahrstuhl hier eines Tages hier runter tickelt. Ne? Da oben sieht man es. Dauert. So. Stirb! Ich sterbe, danke. Kloppen uns den Weg weiter. Der Karte entlang. Das heißt, Instanzen sind immer schlauchmäßig aufgebaut. Das heißt, ihr habt einen Anfang und ein Ende. Mehr gibt es eigentlich nicht. Es gibt wenig Instanzen, die nicht so aufgebaut werden. Oder wo man verschiedene Wege hat. Also kloppen wir uns erstmal hier durch. Ja, ich muss die Skills noch ein bisschen ändern. Wenn wir dann später so weit sind. So, hier müssen wir das Prozess Odella verbrennen. Hier müssen wir die Mumuham töten. Auch tot. Mehr Odella. Den Lookout tun wir auch nochmal. Mumu Lookout. Ja, im Deutschen heißen die Dinger übrigens Susu. Weil da ist ja Mumu ein böses Wort. So, hier sind wir schon wieder fertig. Also kloppen wir unseren Weg nach draußen. Juhu. Der Mumu Porter. Der portet sich auch zu den Mumus. Läuft bei dir, Brudi.
tot bist du. So, hier habe ich wieder das grüne Symbol. Ich soll wieder was einsammeln. Ich habe mir halt im Endeffekt den Weg frei, was ich nicht müsste. Na, also man könnte das Ganze auch umlaufen. Ja, muss man aber nicht. Ne? Also man kann es, muss es aber nicht. Ich klopfe mir lieber den Weg frei, es macht mehr Spaß. Yep. 대상이 맞지 않습니다. Und weiter kloppen. Und weiter sammeln. Als nächstes kommen wir zu gestern, ja. Juhu. Bin die Buchida. Platz. Ah. Oh, der hört sich aber echt an, als würde er Karakan-능력급수자-Hameru는 Hameru의 침묵실에 있다. Hameru를 처치하고 나를 여기서 해방시켜주라. Immer mehr Quests. Das war's. So, jetzt warten wir hier auf dem Fahrstuhl. Der bringt uns nach oben. Dankeschön. Weit. Hinten kommen wir nicht weiter. Da ist Sackgasse. Ja, ist so angelegt. Wir sollen jetzt hier ein bisschen Fahrstuhl fahren. Sieht schön aus. Hallo. Machen wir auf. Fahrstuhl fahren ist toll. Macht Spaß. Ist überaus lustig. Und, wo ich es jetzt gerade sehe, hier mein Questbreaker klingt was. Das heißt, ich kann hier drauf gehen. Ich könnte natürlich auch J drücken und habe Instant Report. Das heißt, einige Quests kann ich so abgeben, indem ich hier auf Insta Report, das heißt, ich muss kein NPC aussuchen, drücke dann auf Insta Report, okay, und Quest abgegeben. Cooles Feature. Hätte ich gerne für mehr. So, ich soll hier mit der Roya quatschen und habe meine erste Gruppe. Gruppenfenster später mit normalen Spielern sieht nicht so aus. Aber jetzt hier soll die mal ein bisschen was angreifen. Die lenkt nämlich die große Masse ab. Jo, greif weiter an. Meinst du, ich greif das an? Ja, lass die Kleinen angreifen. Ich greif den Großen hier an. So, auch wieder das. Und das hier ist der Endboss, der Hameru. Der Hameru, der ist voll uncool. Der macht nämlich irgendwelche krassen Experimente. Das erfährt man aber in einer früheren Asmodia-Storyline und der hat sich nur nach Irisea verirrt, weil er irgendwie gedacht hat, ist irgendwie besser hier zu kämpfen. Wir fahren jetzt 3 Skills und ich habe hier eine Loot-Kiste, die kann ich looten und dann habe ich da was für mich drin, hoffentlich. Ja, gut, Handschuhe und Ockels, die Ockels, die ich gebraucht habe, sehr schön. Möchtest du da hinten noch? Du bist glücklich. So, die Instanz verlasse ich hier über den Riss. Viele Instanzen haben mittlerweile so einen Riss hier zum Ausgang und dann war es das eigentlich mit der Instanz auch schon wieder. Sinn und Zweck dieser ganzen Erstgebiet ist sozusagen Level 9 zu erreichen, weil nur mit Level 9 beziehungsweise mit abgeschlossener Storyline und Level 9 in dem Gebiet kann ich zum Level 10 aufsteigen. Und erst mit Level 10 kann ich tatsächlich meine Klasse wählen. Das hier ist zum Beispiel Barfoot, da sehe ich zum Beispiel auch direkt die Vespinenpasta, steht da HP-Erhöhung und Crit Strike, das ist das Physische und HP und Crit Spell, das ist das Magische. Ich bin eine magische Klasse und nee, so, der letzte Test. Ich soll jetzt unbedingt Level 10 werden. Machen wir. Aber nicht mehr in diesem Video. Denn ich stehe jetzt an dem Scheideweg zwischen dem Zauberer, das ist eine Burst-Damage-Klasse, und dem Beschwörer. Ne? Aber soweit können wir jetzt eigentlich gleich nochmal hüpfen, dass wir da den Auswahl haben und da tun wir dann nämlich dann auch auslangen. Ich soll jetzt erstmal die Damino-Flöte spielen. Bevor wir die Damino-Flöte spielen, öffnen wir hier erstmal den Ockel-Bundle, weil wir sollten ja für die Lookbook-Quest Ockel sammeln. 50 Stück. Wir werden, denke ich, keine 50 Stück hier rauskriegen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Die bekommt man im späteren Spielverlauf einfach für Quests. So, 25 Stück habe ich bekommen, 50 bräuchte ich. So, ich kann hier mein Inventar erweitern, indem ich hier drauf klicke. Kann die Auswahl 200 Gold zahlen oder 5 Cube Expansion Key.
Das sind Sachen, die ich im Shop kaufen kann. Ich kann aber zurzeit dann nicht mehr. Bestimmte Level schalten das frei, dass ich da mehr von kaufen kann. So. Ich sollte laut der Quest jetzt erstmal die Damino-Flöte spielen, also spiele ich die Damino-Flöte. Die ist in meinem Quest-Inventar, das ist hier der Würfel, den ich zusätzlich zum Inventar öffnen kann. Yay! Und dann porte ich in ein Gebiet. Zu Damino. Hoffentlich komme ich danach in ein Gebiet. Ah, jetzt spiele ich die Flöte. Oh, Sora! Oh, Sora! Läuft bei dir. Er hat geweint. Ein Apfel. Yeah. This is for you, Human. Okay. Und wieder zu Cassis zurück. Das ist toll. Früher musste man immer laufen zu allen möglichen Stellen. Jo! Ich werde jetzt durch den Final Test. Face your lost past. Jetzt muss ich meine Vergangenheit, die wir vorhin in dem allerersten Video gesehen hatten, facen. Also machen wir das mal. Ja. So ungefähr gerade das einzige Mal im Spiel, dass man tatsächlich noch irgendwie fliegen kann. Aber ich kann es nicht steuern. Vorgegebener Autopath. Ein bisschen schade, aber ja, mein Gott. Ist halt so. Muss man durch. Vielleicht kommt es ja eines Tages wieder. Oh, ging einmal hier rum. Oh. Ihr seid diese bösen Drakan. Oh, da kämpft schon einer. Und zwei. Das muss ich bestimmt auch gleich kämpfen. Aber ich bin ja übel strong. Also kämpfe ich mit mehr. Ich soll vier Stück töten. Also schmeiß mir erstmal ein Schild, damit ich nicht drauf gehe. Routen macht nicht so viel Sinn. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und jetzt muss ich hier den großen Oris töten. Stirb. Stirb. Yay. Jo, fang ich an. Mich geslappt. Schon wieder ohnmächtig. Oh ja, Standard hier mittlerweile. Ah, Cassis. Ja, hallo. So, meine Lieben. Die Quest geht jetzt weiter. Ich soll jetzt nicht ausruhen. Beziehungsweise nicht ich suche das aus, sondern ihr da draußen sucht das für mich aus. Denn hier an der Stelle bedanke ich mich für das Zusehen bei der ersten Folge des Tutorials. Ich hoffe, dass wir noch ganz viele andere Folgen sehen. Denn jetzt beginnt der ganze Spaß eigentlich erst. Oder eigentlich so das, was kommt. Folgende Auswahl habe ich. Ich habe einmal den Weg des Sorcerers, des Zauberers oder den Weg des Spirit Masters. So, der Spirit Master beschwört Geister der vier Elemente und tut die dann auf sich selber bündeln. Ist krass. Oder der Zauberer. Der Zauberer kann seine Gegner mit mächtigen Flammen und Wasser immobilisieren und schaden und schlafen. So, aber die Entscheidung trefft nicht ich, die Entscheidung trefft ihr da draußen. Das heißt, unter dem Video hier, habt ihr bestimmt gerade schon gesehen, ist eine kleine Umfrage. Das heißt, da dürft ihr jetzt anklicken, ob, beziehungsweise, was ich spielen soll. Soll ich den Zauberer spielen oder soll ich den Beschwörer spielen? Das ist jetzt die Entscheidung, die es hier weitergeht.
die ganze Umfrage läuft bis zum Samstag. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn der Samstag für ein Tag, damit wir da auch mal weitermachen können. Der Samstag, der 12. Juni. Bis zum 12. Juni läuft das Ganze. Das Video geht am 9.6. online. Das heißt, ihr habt im Endeffekt ein paar Tage Zeit zum Abstimmen. Und daher ist es eure Entscheidung, wie es jetzt an dem Punkt weitergeht. Hüpfe ich in den Weg des Zauberers oder in den Weg des Beschwörers? Nochmal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich gerne über ein Like und ein Abo von dem Kanal freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!